Wird es in 2025 noch Möbelverkäufer geben? Neulich schrieb mir ein Leser meines Blogs, der Verkaufssteuerer, können Sie mal einen Tipp dazu abgeben, wie mein Arbeitsplatz als Möbelverkäufer in 10 Jahren aussieht? Hier also mein Blick in die Kristallkugel des Wahrsagers. Ich habe aber keine Kristallkugel, das heißt, ich beziehe meine Prognose auf einfach die Analyse des Konzentrationsprozesses im Möbelhandel der letzten Jahre und auf Trends im Konsumentenverhalten und auf die technologische Entwicklung. Und das kann jeder wahrnehmen. Das heißt, das, was ich wahrnehme, das sehen Sie auch. Fangen wir an, um zu verstehen, wie sich die derzeitige Entwicklung am Markt auf den Arbeitsplatz eines Einrichtungsberaters oder Möbelverkäufers auswirken wird, müssen wir uns 3 Faktoren anschauen. Der erste und wichtigste, das Konsumentenverhalten des Möbelkunden im Informationszeitalter. Es wird geschätzt, dass in ein paar Jahren über 80% des Verkaufsprozesses stattgefunden haben wird, bevor der Möbelkunde das Möbelhaus betritt. Der Kunde wird den Laden in der Regel mit einem Termin und nach elektronischer Korrespondenz betreten. Er hat eine Vorauswahl auf seinem Handy oder ausgedruckt dabei und er stellt gezielte Fragen wie: Was sind die Vorteile von Modell X in Ledergruppe Y gegenüber dem anderen? Wie sieht das bei mir zu Hause aus und warum sollte ich gerade in Ihr Möbelhaus kaufen? Einfach auf Besucher zu warten, denen man Möbel zeigen kann, ist ein Job, der vom Aussterben bedroht ist. Der größte Jobkiller für Einrichtungsberater stellt die von der Informationstechnologie getriebene Veränderung im Einkaufsverhalten dar. Es gibt mittlerweile 3D-Brillen, die an Planungsprogramme für hochwertige Bäder angeschlossen sind. Der Kunde bespricht mit dem Möbelverkäufer am Schreibtisch seine Vorstellung und sein Budget und schickt elektronisch sein 3D-vermessenes Bad durch. Die Technologie für 3D-Aufmaße wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren so billig und so einfach werden, dass der Kunde einfach nur einen Messball im Raum hochwirft und dieser den kompletten Raum dreidimensional ausmisst. Der Planer plant und führt den Kunden durch sein zukünftiges Bad. Die Darstellung verändert sich mit jedem Schritt und mit jeder Kopfbewegung des Kunden. Jede Frage des Kunden, wie zum Beispiel, wie wird das denn in beige aussehen, wird mit wenigen Klicks im Planungsprogramm beantwortet, statt mit einem Ausstellungsrundgang. Diese Art der Beratung benötigt weder eine riesige Ausstellung noch Dutzende von Möbelverkäufern, die wartend darin rumstehen. Diese Technologie wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren für den Küchenverkauf Standard werden und dann auf das Vollsortiment überspringen. Da 80% des Einkaufsprozesses sowieso vor dem Betreten des Möbelhauses stattfinden werden, wird das Anforderungsprofil an Einrichtungsberater sich völlig ändern. Die wenigen dann noch verbleibenden Möbelberater sind Kommunikationsexperten und sie agieren perfekt sowohl elektronisch wie auch von Angesicht zu Angesicht. Einfach nur Möbel zeigen und dazu etwas zu erzählen, wird in 10 Jahren kaum noch zum Berufsbild gehören. Da ein Großteil der Beratung und Planung online stattfindet, sind auch die Zeiten des Wartens auf der Fläche vorbei. Die Kunden kommen mit Termin und vorinformiert. Zurzeit braucht der Möbelhandel nur so viele Verkäufer, weil die Besucher oft zeitlich gehäuft und wenig vorhersehbar ins Haus laufen. Da hat ein Möbelverkäufer pro Tag im Durchschnitt weniger als 2 Stunden tatsächlich einen Kunden vor sich. Der Rest der Zeit vergeht mit Warten und mit Nebentätigkeiten. Diese Ineffizienzen werden durch die Auslagerung des Informationsprozesses ins Internet, durch bessere Planungsprogramme und durch Kunden, die vorwiegend auf Termin kommen, völlig verschwinden. Der 2. große Faktor ist der Marktanteil von IKEA, Roller, Poco, Boss, Theo und so weiter. Hier werden sie in Zukunft nur noch sehr wenige und niedrig qualifizierte Verkäufer gebraucht werden. Bei IKEA kann man jetzt schon seine Waren ohne jeden Verkäuferkontakt aussuchen, abholen und bezahlen. Das bedeutet, dass IKEA mit wesentlich weniger Einrichtungsberatern auskommt als der klassische Möbelhandel. Die Discounter werden bald ähnliche Systeme einführen. Denn einfach nur, um ein Preisschild einzugeben und dann dem Kunden einen Abholschein auszudrücken, sind Menschen auf Dauer zu teuer. SB-Terminals und RFID-Chips an der Mitnahmeware werden zu einem menschenlosen und menschenarmen Verkaufsprozess in den Mitnahmeformaten führen. Da IKEA seinen Marktanteil in den kommenden 5 bis 10 Jahren auf 25% ausbauen und damit verdoppeln will, und nach unserer Meinung werden die das auch schaffen, und weil die Discounter getrieben von ihren extrem kapitalstarken Mutterfirmen gnadenlos expandieren, werden klassische Möbelverkäufer
in 40 bis 50% des Möbelhandels bald nicht mehr gebraucht. Der dritte Faktor ist der Marktanteil des Internets am Möbelverkauf. Wie wird sich der direkte Internetvertrieb für Möbel entwickeln? Eine wichtige Frage für Möbelverkäufer, denn hier werden überhaupt keine klassischen Einrichtungsberater mehr gebraucht. Durch den Internethandel sehe ich das geringste Problem für die direkte Verdrängung von Umsatz und Arbeitsplätzen. Das Internet jagt im stationären Möbelhandel zurzeit weniger Umsatz als vielmehr Marge ab, indem es Möbelverkäufern und deren Chefs wahnsinnige Angst macht und diese in Schockstarre verfallen lässt. Wenn ein Kunde das Möbelhaus mit einem Internetangebot betritt, bekommt der damit konfrontierte Möbelverkäufer sofort schlechte Laune. So schlechte Laune, dass er ihn einfach vergrault oder er bekommt so einen Schreck, dass er den Preis stumpf unterbietet, was in den meisten Fällen gar nicht nötig ist. Meiner Meinung nach wird der Anteil des Internetvertriebs am Möbelverkauf gar nicht so stark wachsen, wie viele stationäre Möbelhändler befürchten. Selbst im Buchhandel, dessen Produkt sich natürlich wesentlich besser für den Vertrieb im Internet eignet als Möbel, hat das Internet nur einen Marktanteil von 28%. Die einzigen stationären Möbelhändler, die in 10 Jahren in signifikantem Maß über das Internet verkaufen werden, sind IKEA und die bundesweit agierenden Filialisten und die großen Discounterketten. Denn diese haben die flächendeckende Lagerlogistik und einfache, zum Teil flach verpackte, gelagerte Ware. Und das ist für ein profitables Internetgeschäft extrem wichtig. Der ganze Rest des stationären Möbelhandels, einschließlich der regionalen Boliden wie Segmüller und Co., werden sich mit einem blauen Auge aus dem direkten Internetvertrieb zurückziehen. Internetverkauf ist ein Winner-Takes-All-Geschäft. Über das Internet und die sozialen Medien zu werben, zu kommunizieren, sich zu positionieren, zu informieren und zu beraten, das muss aber auch in Zukunft auch das kleinste Möbelhaus. Wie groß wird der Umsatzanteil des Internets im Möbelhandel in 10 Jahren sein? IKEA will in 10 Jahren nur 10% seines Umsatzes über das Internet abwickeln. Dabei sehen sowohl die Chefs wie auch die nicht umsatzabhängig bezahlten Verkäufer das Thema Multichannel völlig entspannt und wertfrei. Neben IKEA wird es vermutlich noch in jeder großen Kategorie, Sofa, Sessel, Schwebetüren, Schränke, Boxspringbetten und so weiter, wird es noch einen Warengruppenspezialisten im Internet geben, mehr nicht. Was ist also meine Zukunftsvision für Möbelverkäufer in 2025? Es wird auch in Zukunft noch Möbelverkäufer geben. Es werden aber weniger als die Hälfte sein und sie werden andere Dinge tun als jetzt. Auf Kunden warten, bei Bedarf Möbel zeigen und dazu was erzählen, ist eine Aufgabe, die das Internet übernehmen wird. Das kann das Internet auch sehr gut. Wie in dem hervorragenden kleinen Film wird es in 15 Jahren noch Verkäufer geben, beziehen Möbelverkäufer ihre Existenzberechtigung im nächsten Jahrzehnt vor allem aus extrem ausgeprägten menschlichen Fähigkeiten und nicht mehr aus Warenwissen. Das Mechanische, kann ich Ihnen helfen, und Bedarfsermittlung, Leder oder Stoff, Kombination oder Ecklösung, ich zeige Ihnen mal was, ist in Zukunft nicht mehr gefragt. Dieser Film, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, endet mit den Worten: Wenn Sie sich wie eine Maschine verhalten, werden Sie auch durch eine solche ersetzt. Wenn Sie sich wie eine Maschine verhalten, werden Sie durch eine Maschine ersetzt. Das glaube ich auch. Soweit meine Prognose, die natürlich überhaupt nicht stimmen muss. Sicher ist nur eins: In den kommenden 10 Jahren wird sich der deutsche Möbelhandel dramatisch verändern. Wir, die Firma Thomas Witt Consulting, wissen natürlich auch nicht besser, wohin die Trends laufen werden. Aber wir sind gut darin, die richtigen Fragen zu stellen und kreative, offene und produktive Diskussionen anzustoßen. Das ist eine unserer Kernkompetenzen. Machen Sie doch einfach einen kostenlosen Telefontermin mit mir aus, wenn Sie diskutieren möchten, wie Sie sich auf diese Trends einstellen können. Ich freue mich auf den Kontakt.